Ich öffne die Skizze, hole die XY-Ebene. Ich nehme das Rechteck von der Mitte rechts. Nimm den Zeilenbefehl und ich schneide ihn ab. Verwenden Sie den Befehl Trim. Und jetzt werde ich auch hier einen kleinen Schnitt machen. Wutze Dienst die Chef der Mode. Es wird verwendet, um eine Umdrehung um einen Winkel zu machen. Er ist unser Revolutionskommando. Ich erstelle das Profil einer Riemenscheibe. Also, das ist zunächst dieselbe Rotationsachse, ich muss sie in eine Konstruktionsachse umwandeln. Jetzt werde ich meine Werkbank fertigstellen. Meine Achse ist weg, aber wenn ich die Wellenfernbedienung nehme, liest sie automatisch. Lassen Sie uns eine Vorschau machen, um die Riemenscheibe zu sehen. Es spricht so, vom Ausgangspunkt aus, 360 Grad. Und wenn ich 180 Grad setze, ist es nur die Hälfte. Also vom Ausgangspunkt aus sind es nur 270. Ich kann auch einen zweiten Winkel einstellen, ich kann hier 10 Grad einstellen. Dann hat er 270 Grad hier und 10 Grad hier bestanden. Wenn ich die Richtung drehe, ändert das nichts. Es fängt einfach andersherum an, aber es wird die 10 hier rüber werfen. Das ist das Revolutionskommando.